Ja, zumindest wenn es dir gut geht, du keine Schwangerschaftskomplikationen und bereits Saunaerfahrung hast. Aber auch dann gibt es einige Einschränkungen. Warst du bislang keine Saunagängerin, fange nicht ausgerechnet im ersten Drittel damit an, denn jetzt reagiert das Ungeborene am empfindlichsten auf äußere Einflüsse und dein Kreislauf macht schneller schlapp. Deshalb gilt auch bei saunaerfahrenen Schwangeren, nicht zu heiß saunieren. 50 bis 60 Grad sind mit Baby im Bauch absolut genug. Nicht übertreiben. 2 Saunagänge für je 5 bis 10 Minuten reichen in der Regel aus. Keine krassen Temperaturwechsel. Verzichte nach der Sauna auf Tauchbäder. Kühle lieber mit dem Wasserschlauch erst langsam die Beine, die Arme und erst dann den Rücken und den Bauch ab, um deinen Kreislauf nicht zu überfordern. Wer schwitzt, muss viel trinken. Für Schwangere ist das besonders wichtig. Wenn du uns fragst, besprich am besten mit deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen, ob der Saunabesuch für dich eine gute Idee ist oder ob Risiken wie etwa hoher Bluthochdruck, vorzeitige Wehen oder Nierenprobleme dagegen sprechen.